heute zu Maggie gefahren, dann habe ich noch jemanden mitgebracht und jetzt ist Maggie im Hintergrund und wir filmen auf ihrem Bett. Den haben wir übrigens auf der Straße gefunden und dachten, hey, wäre auch mal ganz nett. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute jemanden mitgebracht und zwar den lieben Joey vom Kanal Joey's Jungle. Hallo. Hallo. Und wir drehen heute so eine Art Challenge, würde ich sagen. Mhm. Ich stelle Joey jetzt gleich 10 persönliche Fragen über mich, die er normalerweise nicht wissen dürfte und gebe ihm dazu, wie in so einer Quiz-Sendung, 4 Antwortmöglichkeiten. Und wenn er die Frage falsch beantwortet, dann kriegt er eine richtig fette Bestrafung. Und zwar haben wir einmal einen Elektroschocker. Yay. Dann haben wir noch schönen Duschschaum von Bidu oder ein bisschen Schminke. Und wenn ich die Frage richtig beantworte, dann kriegt Julia eine fette Bestrafung und da freue ich mich schon sehr drauf. Was wollten meine Freundinnen, wie ich mich auf YouTube nenne? A. Fruity Beauty, B. Julia Beauty Nixe, C. Glitzer Einhorn 123 oder D. Julias Lifestyle Planet. Julias Lifestyle-Planet. Das sind alles drei richtig, ne, 4 richtig schlechte Namen. Ich wähle A, Fruity Beauty. Yes! Ich jetzt, warum Fruity Beauty? Ich weiß es nicht, die sind irgendwie ein bisschen zu kreativ. Ich hab gedacht, das wäre Julias Beauty-Planet. Beauty-Planet, na klar. Mann, das ist jetzt ganz schön bitter, ne? Das ist gleich die erste Frage, die ich beantworte. Schau. Ich kann jetzt richtig fies sein, ne? Wehe, du schmierst dir das ins Gesicht. Wehe. Also Mund auf. Das Geräusch. Ja, okay. So, und jetzt darf ich das noch verschmieren? Ach, auch noch. Ja. Oh. Okay, wohin jetzt damit? In wen war ich früher von Tokyo Hotel unsterblich verliebt? A. Georg, B. Tom, C. Gustav oder D. Bill? Du warst in jemanden von Tokyo Hotel verliebt. Das, aber okay, warte, also Bill und Tom waren die beiden. Bill und Tom waren die beiden Zwillinge, ne? Mhm. Dann sage ich Tom. Das war Bill. In Bill? Ja. Oh, was? Schminke. Passt ja super. Ich will gar nicht wissen, was jetzt kommt. Was machst du denn da oben? Schreibst du mir jetzt irgendwas da drauf oder was? Ist jetzt fertig? Ja. Weil ich eine Frage falsch hatte, ja? Bin ich gleich ein Loser. Das kriegst du zurück, Julia. Was habe ich heute zum Frühstück gegessen? A. Schokomüsli, B. Toast mit Salami, C. Körnerbrötchen mit Käse oder D. Cineminis. Ich glaube, zu dir würde am besten passen Körnerbrötchen mit Käse. Ich möchte abbrechen, bitte. Yes! Yes! Nein! Mach das Ding hoch und dann machen wir eins hier hin und eins hier hin. Weil umso weiter die wechseln, umso weniger tut's weh. Zweite Programm ein. Ich hab noch gar nichts gemacht. Wisst ihr was? Nein! Okay, zweite Stufe. Merkst du irgendwas? Ja! Wirklich? Was denn? Das kitzelt! Ja. Ich hab das mit Jonas auf 50 hoch gemacht und Julia merkt, schreit voll rum bei der dritten Stufe. Wobei wird mir auch nur beim Geruch kurz übel. A. Proteinpulver Schoko, B. Knoblauch, C. Marzipan mit Erdbeeraroma oder D. Mango Body Butter. Wie riecht denn Mango Body Butter? Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich sag Marzipan mit Erdbeergeschmack. Proteinpulver Schoko. Echt? Warum? Nimmst du wirklich Proteinpulver? Nein, ich nicht. Nee, was für jetzt so, okay. Aber ich finde es eklig. Okay, interessant. Schauen. Oh, hallo, wie viel? Da kommt was nicht raus. Vor allem dieses Geräusch. Boah, guck mal, wie viel das ist. Oh, nicht! Soll das da dieser Haufen da auf meinem Kopf bleiben, oder was? Das steht für Loser. Ganz toll. Wie groß bin ich? A, 1,60, B, 1,61, C, 1,62 oder D, 1,63? Stell dich mal hin. Nö. Du bist ungelogen 1,61. Tja, Julia. Sieht wohl schlecht aus für dich. Was ist denn mit dir? Mann! Okay, mach mal Augen zu. Das ist ein Witz, oder? Nein, doch, mach mal Augen zu. Okay, ich finde das ganz schön so. Das hält sogar. Ja, gell? Ah, fällt doch mir!
Wie hieß die Katze meiner Oma, die kurz vor meiner Geburt gestorben ist? A. Kitty, B. Trixie, C. Paulchen oder D. Muschi? Niemals hieß die Katze Muschi, ey. Kitty hieß die auch nicht, weil bevor du geboren wurdest, da war das noch nicht so verenglischt, so die ganzen. Obwohl doch, Maggie heißt ja auch Maggie, ist ja auch nicht deutsch, ne? Ich sage Paulchen. Schminke. Ihr könnt mich alle machen. Ich find das echt schön so. Mir macht die Challenge Spaß. Freunde, es geht bei dir voll gut. Schön. Voll der schöne runde Kreis geworden. Sehr schön. Vor allem, eigentlich sollte ich in diesem Video verunstaltet werden und nicht Julia. Wann hat meine beste Freundin Geburtstag? Am 11.01.1998, am 27.04.1999, am 3.11.1997, am 20.06.1999. Ich sage, es ist der 11.01.1998. Du kannst mich richtig mal am Arsch lecken, weißt du was? Bitte? Oh, shit! Nein! Joey! Doch, Stufe das geht! Stufe 5! Ja! Hallo, es gibt 50 Stufen, beruhig dich! Aber du hast gerade gesagt, je weiter weg, desto weniger Schmerz. Ja, das habe ich nur so gesagt, um dich zu verunsichern. Das stimmt du eigentlich nicht. Gar nicht. Nicht. Okay, dann geht's jetzt einfach los. Vor allem, du hast hundertprozentig noch nicht mal was gespürt. Doch. Aber jetzt mal ungelogen. Wenn das jetzt auf... Guck mal, das ist jetzt 3. Das ist doch nicht schlimm, oder? Nee, es ist nicht schlimm, aber ich mag es trotzdem nicht. Okay, wir waren wirklich bei 5. Was habe ich am 19.06.2015 gemacht? Den Geburtstag von meinem Vater gefeiert, ich war im Moviepark, in Fuck You Goethe 2 oder auf dem Taylor Swift Konzert. Du warst auf dem Taylor Swift Konzert. Darum. Hä, ja, weil alles andere voll unspektakulär war. Im Moviepark, Geburtstag von meinem Papa, na klar. Oh. Weil, warum kommt das nicht? Ah, so hier. Nur ein bisschen, oder? Ist ja nicht so, als wäre mein Laptop jetzt komplett voll damit. Girl, oh, fuck. Wenn das mein späterer Arbeitgeber sieht, du. Ich im Arsch. Was war mein allererster Tweet? Endlich Twitter mit 6 E's? Also bei dem Twitter, weiß ja. Mit 9 E's, mit 5 E's oder mit einem E? Und ein Herz hinten dran. Mit 5 E. Nein, oh nein, ich dachte, hat's richtig. So, Mist. Wir hatten vorhin noch 3 da stehen. So, nein, mach lieber 5. Okay. Siehst du? Nein, was ist das denn? Das ist ein Bart. Ach so. Sieht aus wie eine Zunge. Ja, oder so. Zunge ist auch okay. Ach, das war's noch. Oh, das sieht voll komisch aus. Mann, okay. Ich sehe aus wie so ein Zeichentrickcharakter, kann das sein? Ja. Welchen YouTuber habe ich zuletzt geschaut? Mich selbst? Es bin over. Es läuft gerade hier runter. I, was ist das? Scheiße. Nein, keine Ahnung. Ihhh, das war gerade nass hier. Das ist auch nass. Ihhh. Ist aber nicht weiß. Ihhh, es bleibt schon wieder runter. Was ist das? Keine Ahnung. Ich glaub, hat sich der Schaum verflüssigt? Ja. Ihhh. Ich hab mich gerade voll erschrocken, ey. Maggie XOXO oder Michael Buchinger? Michael Buchinger. Ich selbst, ich habe ein Video bearbeitet. Mann, das ist ja unfair. Nein, ich hab Strom. Oh, oh, ich dachte, ich werde verschont. Oh. Ah, okay, stopp! Ah! So Leute, das war's jetzt endlich mit unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall auch noch bei Joey vorbei. Da drehen wir nämlich jetzt gleich noch genau dasselbe, nur er stellt mir Fragen. Und ich hoffe, da stelle ich mich ein bisschen besser an und werde mehr erraten, damit er auch mal was abbekommt. Also guckt da auf jeden Fall vorbei, falls euch das interessiert, was es natürlich tut. Genau. Ich verlinke euch sein Video mal hier und unten in der Infobox und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ja, tschüss! Tschüss!